meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Es ist wieder soweit, der November ist so gut wie rum und es wird Zeit, dass wir gemeinsam in unserem Müll wieder wühlen und den durchmisten, ausmisten, Resümee ziehen oder ein Fazit aus dem jeweiligen Produkt sozusagen ziehen. Und wenn dich das interessiert, schnapp dir einen Kaffee, einen Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Am Anfang das Wichtigste, wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich habe wieder einiges aufgebraucht, ausgemistet und aussortiert und das gehen wir heute gemeinsam durch. Für mich sah es jetzt tatsächlich, ich habe das immer unter den Tisch hier stehen, gar nicht so viel aus, weil ich auch viel Probegrößen habe. Aber ich bin immer froh, wenn diese blöde Tüte einfach leer ist und mir nicht meinen Fußraum vollmüllt hier in meinem Eck. Und demzufolge misten wir heute aus. Es kommt tatsächlich dann in diesem Jahr nur noch eins, nämlich Ende Dezember. Und im Januar, Februar kommen dann sozusagen meine Jahresfavoriten. Ich habe tatsächlich immer gedacht, so viel ist es gar nicht. Aber es sind einige schöne Schätze dabei. Würde ich mich freuen, wenn ihr dann im kommenden Jahr auch wieder dabei seid. Ich schnappe mir jetzt mal die Tüte und dann geht's los. Das sind einige Produkte, die ihr schon kennt und irgendwann werde ich auch bestimmte Produkte, die ich wirklich jeden Monat habe, einfach nicht mehr mit reinnehmen, weil das ist für euch dann vielleicht auch nicht mehr interessant, aber ich glaube, das werden wir dann sehen. Weil zum Beispiel dieses Produkt ist jeden Monat dabei, es ist im Endeffekt wurscht, ob von Rossmann oder, das sind diese Feuchttücher oder Allzwecktücher. Ich mag sie von DM tatsächlich am liebsten, da war ich letztens so genervt. Da war am Eingang waren ganz viele Sorten und da bin ich rein in DM und denke mir, wo sind die ganzen Sorten? Ich hatte aber keine Lust mehr rauszugehen. Dann habe ich nur noch die genommen und eigentlich wollte ich eine andere Sorte. Aber es ist völlig wurscht, wir verbrauchen die tatsächlich viel. Ich weiß, umwelttechnisch brauchen wir gar nicht drüber reden, aber da habe ich tatsächlich eine Freude. Ich putze eigentlich gern. Und von dem her, die verwende ich sehr gern. Deswegen kaufe ich die auch immer wieder nach. Mir juckt die Nase. Also. Wahnsinn. Dann habe ich eine Body Wash Lotion oder ein Duschgel aufgebraucht und zwar in Orange. Das hatte eine komische Konsistenz, so eher gelig. Draufgeschrieben, toller Duft. Vegan, wir haben es wirklich tatsächlich sehr gerne verwendet. Wie gesagt, wir sind ja ein 4-Personen-Haushalt und manchmal spüle ich halt einfach so Sachen schnell durch, wie zum Beispiel dieses Kleid. Das ist schon uralt, das liebe ich einfach, das ist knielang. Selber habe ich noch mal ein Grün, das gab es mal bei H&M. Das spüle ich dann einfach nur mit solchen Sachen durch. Das reicht, weil durch mein Syneo-Deo schwitze ich nicht mehr so und das ist super toll. Deswegen spüle ich das einfach nur durch fürs gute Gefühl und dann finde ich solche Sachen einfach auch gut. Haben wir gerne verwendet. Das, was neben euch raschelt, ist meine Tüte, wo ich den ganzen Müll reinmache. Das muss ich jetzt irgendwie dann anders verräumen. So, dann habe ich aufgebraucht, nicht in dem Sinne, und zwar von der Firma Grums oder Grams. Das waren so Abschminkpads mit Baumwolle. Und da war ich mir am Anfang gar nicht so sicher, ob ich die verwende. Die sind sehr weich. Ich verwende die wirklich sehr gerne. Von der Größe sind sie völlig in Ordnung. Ich nehme sie tatsächlich nur für die Augen. 8 cm groß, kann man waschen, finde ich gut. Also ich nehme die tatsächlich echt sehr gerne. Das nächste Produkt, das ist tatsächlich, muss ich sagen, mega. Und zwar von Solipur ein Peeling Serum 3-in-1 Gesichtsöl. Das ist also eine Ölflasche. Da ist unten sozusagen Peelingkörner drin, das muss man schütteln und dann einmassieren, einwirken lassen und mit Wasser befeuchten. Und da habe ich so eine schöne Haut hinterher. Klar, wir haben ein Peeling und das Öl tut natürlich die Haut dann wieder, also so eine Art Hautbarriere-Schutz dann wieder aufbauen. Finde ich, das ist ein sehr schönes Produkt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, und zwar hatte ich das von der lieben Claudi.
Ich habe ja, also ich bin ja in einer Dresch-Wandergruppe und da gab es sozusagen eine kleine Geschichte zu diesem Paket. Schaut mal in meine Playlist, da ist dieses Dresch-Wander-Paket-Video mit drin. Und ich habe unser Paket gerettet und von ihr drei Masken bekommen. Unter anderem war die dabei. Die war richtig gut von Revolution mit Niacinamiden, vegan. Hat mir richtig gut gefallen, liebe Claudi. Das war einfach richtig toll. Das nächste Produkt habe ich einfach nur wegen Packaging gekauft und zwar von Denk mit Spülmittel. Wir haben ja das Problem, dass wir nicht immer unseren Geschirrspüler so nutzen können, wie wir wollen. Deswegen spüle ich auch gerne mit der Hand. Aber festgestellt, also irgendwie, ich weiß nicht, also wir haben wirklich sehr heißes Wasser, aber ich finde die Formulierung von Geschirrspülmittel mittlerweile, du bringst manchmal das Fett überhaupt nicht richtig weg. Und dann habe ich jetzt einfach von Fit immer eins gehabt, das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich das von Denk mitprobiert, das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Hier steht zwar, löst zuverlässig Schmutz und Fett. Nee, das war irgendwie. Nee. Dann habe ich einen Lippenstift in Verwendung. Den zeige ich euch gleich, wenn ich mich holen. War diesen hier. Das ist so Le Papier. Der ist so, den kann man da unten ziehen. Und dann tust du ja nichts hochschieben. Das ist ohne Plastik, nur Pappe. Von der Firma Le Papier Beauty Made Easy. Also ich finde ihn richtig schön, die Farbe ist auch richtig schön. Schaut's mal, nicht zu kräftig, also richtig angenehm. Der ist auch nicht zu fest. Ich hatte davon sogar mal einen Lipstick. Meine Lipsticks brauche ich nicht so. Den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Der ist sehr angenehm auf den Lippen und ich trage den tatsächlich sehr gerne. Nächstes Produkt. Das war mir irgendeine Box Head and Shoulders beruhigend. Ich mag die Head and Shoulders Produkte echt gern, muss ich sagen, aber ich habe keine Schuppen. Ich brauche das eigentlich nicht. Wir haben es verwendet und mir auch nicht. So, dann habe ich aufgebracht. Bei Facebook, da gibt es ja immer so Seiten, wo du dir Parfümproben oder wie auch immer bestellen kannst. Die sind kostenfrei und dann kam dieses Paket und da kommt auch nicht mehr. Und dann war da diese Produktprobe drin von FAM. Seht ihr, das ist so schön immer aufgemacht. Dann ist da so die Produktprobe drin. Und die wollen halt gerne, dass du da Werbung machst. Und also ich fand dieses Parfum richtig gut, muss ich sagen. Es hat bei mir tatsächlich nicht so lange angehalten, aber es war voll mein Geschmack und Packaging, nur allein von der Aufmachung, wie da die Produktprobe kommt. Ich finde sowas richtig toll, muss ich sagen. Mir gefällt das. Und ich würde oft Parfums nur aufgrund der Verpackung kaufen, bei denen wahrscheinlich auch. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man die testen kann. Ist auf jeden Fall ein schönes Parfum. Würde ich euch tatsächlich als Weihnachtsgeschenk empfehlen, nur allein vom Packaging. Ich kaufe gerne von Garnier die Shampoos. Meine Haare mögen die einfach. Normalerweise kaufe ich immer das mit Aprikose, das ist ein Kindershampoo, aber diesmal habe ich wieder Langhaarschatz gekauft. Wenn ich dieses hinstelle, da greifen alle irgendwie so gerne danach, das ist immer so schnell alle. Aber mag ich sehr gern, kaufe ich definitiv immer wieder nach. So, dann habe ich aufgebraucht von Scentsy Cinnamon Bar dieses Duftteil. Mir gefällt tatsächlich dieses Rausdrücken überhaupt nicht. Ich verwende die sehr gerne. Ich habe da schon ein paar nachgekauft. Ich habe ja so eine Duftlampe von Northern Beauty, glaube ich, habe ich mal so eine Kooperation gehabt. Die hat dann mir zum Testen so eine Lampe. Die steht bei mir auf meinem Schreibtisch, habe ich jeden Tag an. Aber mir gefällt diese Portionierung überhaupt nicht. Ich finde das immer so starr. Schreibt es mir mal, ob ihr da Alternativen habt. Ich kaufe mittlerweile tatsächlich diese ganz billigen. Aber die haben sehr schöne Düfte, die halten sehr lange an. Ich kann euch das echt empfehlen. Und dieses Henzi-Lampen, da gibt es so schöne für Weihnachten, für Kinderzimmer. Also ich bin da ein Fan von, mir gefällt nur diese Aufmachung. Deswegen greife ich da tatsächlich zu anderen. Aber vom Duft her, von der Haltbarkeit, finde ich die toll. Aber eben, mir gefällt es nicht, wenn die Aufmachung nicht so gut ist. Eine Handcreme habe ich aufgebraucht von L'Occitane aus dem Adventskalender, wo mir gesagt wurde, der ist vor 22 und dann 21 war. Ich liebe die Handcremes, ich finde aber auch die Größe gut, also von dem her alles gut. Und dann habe ich Teelichter aufgebraucht von Rubin. Das ist Rubin müsste ja eigentlich Rossmann sein. Genau, Rossmann. Und zwar habe ich die jetzt momentan immer im Kühlschrank liegen.
also beziehungsweise in Gefrierschrank in so eine Box, weil dann ist die Haltbarkeit länger. Und ich habe das wirklich getestet. Ich habe die Teelichter wirklich nur noch in der Gefriere drin. Und das kann ich euch auch empfehlen, weil da ist die Brenndauer richtig gut. Dann habe ich nicht aufgebraucht, sondern das will ich euch nur zeigen, weil ich es wegschmeißen möchte. Und zwar Kaktusfeige Augenessenz. War so in einer Produktprobe in irgendeiner Box, ich glaube in einer Ferrybox, genau, in einer Ferrybox. Ferrybox habe ich auch ein Video, schaut es da gerne mal vorbei, die haben richtig tolle Sachen. Dieses Öl, das habe ich schon zweimal getestet. Och, ich liebe Öle, also ich bin ein Fan. Ich bin aber froh, dass jetzt nur so eine kleine Produkteprobe war, weil ich ja meine Jasmin Augensalbe habe. Deswegen, ich möchte da nicht zu viel aufmachen einfach, aber das war eine tolle Probe. Also ein schönes Produkt kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich von CRT London, manche Firmen greife ich nicht so gerne. Also das ist die Umverpackung von CRT London, hatte ich jetzt einen Highlighter und jetzt war letztens ein Bronzer drin und dachte, ach Gott, dann nehme ich es halt doch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile nehme ich die CRT London Produkte echt gerne. Also ich habe heute den Highlighter drauf. Ich glaube einfach, wenn die immer mal wieder so richtig penetrant in den Boxen drin sind und man es dann doch einfach testet, ist es gar nicht mal so schlecht. Also der Bronzer ist auch richtig gut. Auch richtig gut fand ich von Luna dieses Nachtöl. Der eine oder andere, da ist auch irgendwo die Flasche drin, der eine oder andere hat gesagt, das riecht so muffig. Das war wirklich nur so eine kleine Flasche. Ihr seht es an der Verpackung. Ist irgendwo in dem Sack drin. Ich habe das gerne verwendet. Ich hatte, also du durftest da nicht so viel verwenden, sonst hattest du so, das war ein blaues, tief dunkelblaues Öl. Das hast du dir aufs Gesicht aufgetragen und früh morgens hattest du eine wunderbare, geswatchte Hand und Haut. Ich habe das gerne verwendet. Allerdings würde ich es mir nicht den groß nachkaufen. Ich finde so kleine einfach besser, weil den Geruch musst du mögen. Und ich kann mir vorstellen, wenn du eine große Flasche hast, ich weiß nicht, wie groß das Originalprodukt ist, hast du den Duft vielleicht irgendwann über. Aber ich habe es gerne verwendet, muss ich sagen. Angeblich nach 4 Wochen eine Hautveränderung, aber wie gesagt, ich pflege meine Haut jetzt, zumindest mein Gesicht, richtig gut und ich merke da schon einen Unterschied, dass sich meine Haut verbessert hat und ich habe auch echt selten Pickel, muss ich sagen. Haarkur alle gegangen. Normalerweise, ihr seht, das ist so richtig schön siffig. Das ist ja meine liebste Haarkur. War in Kooperation, ich sage nochmal vielen lieben Dank. Eine tolle Haarkur. Theoretisch wäre da auch noch was drin, aber mein Mann hat das entdeckt. Und es ist ja so, diese Pipette, die bis zu 3 volle Pipetten kannst du ja verwenden und du bringst da ja nicht viel raus. Und mein Mann war da ganz gewieft und hat dann einfach die Pipette weggemacht und hat sich das so auf den Kopf geschüttet. Demzufolge hast du ja wahrscheinlich die 5-fache Menge, wo du verwendest. Und dann denke ich mir letztens, da ist ja nur noch für einmal drin. Ich muss das dann auch so rauskippen. ja, ihm hat es gefallen, mir hat es auch gut gefallen. Jetzt ist es alle. Es ist ein Produkt, was ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ich habe tatsächlich eine Veränderung festgestellt. Aber ich habe auch keinen krankheitsbedingten Haarausfall. Meine Haare brauchen hauptsächlich viel Feuchtigkeit. Durch ein Öl, durch eine Kur kriegst du es natürlich. Und wenn du die über längere Zeit verwendest, dann verändern sich natürlich auch die Haare, die Haarwurzeln, die Kopfhaut. Ich habe keine juckende Kopfhaut mehr. Also ich finde die wirklich richtig gut, die Rezidin-Haarkur. Kann ich euch nur ans Herz legen und die haben ja auch immer wieder Angebote. Schaut da einfach mal auf die Webseite. Ich habe da einige Videos schon gemacht. Ich finde die richtig gut und das hat überhaupt nichts mit Kooperation oder Werbung zu tun. Produkte, wo ich gut finde, das sage ich euch. Wenn ich sage, nee, das sage ich euch auch. Also Rezidin Haarkur kann ich euch empfehlen. Schaut einfach mal vorbei. Ihr müsst aber immer bedenken, dass bestimmte Produkte, wo sich der Körper erstmal dran gewöhnen muss, kann von heute auf morgen nicht funktionieren. Das nächste Produkt habe ich gerne verwendet, aber ist tatsächlich nicht mein Favorit von der Serie, die Biovolen hat. Kaktusfeige für Gesicht und Dekolleté war die. Ich fand die gut. Die hatte so einen Gelbstich. Ich habe jetzt nicht alles aufgebraucht, weil die dann so komisch fest war. Ich habe, also mir
gefällt die Harz-Salbe also wirklich am besten, weil ich da auch eine Veränderung an der Haut festgestellt habe. Das habe ich bei der jetzt tatsächlich nicht so sehr gehabt. Ich habe also wirklich eine schöne Haut bekommen. Aber Favorit ist tatsächlich die Harz-Salbe. Die ist gegen vergrößerte Poren. Ich habe jetzt keine großen Poren, aber ich merke trotzdem eine Veränderung. Und das finde ich, wenn du das an einer Creme hast, dann ist natürlich eine andere, die das nicht so wahrnehmbar darstellt, fliegt natürlich raus. Also die ist rausgeflogen, ist aber eine sehr schöne Creme, hat mir auch gut gefallen. Aber mein Favorit von den Biowohlen Cremes ist tatsächlich die Harz-Salbe fürs Gesicht und die Jasmin-Salbe für die Augen. Also wie gesagt, schaut da mal auf die Webseite. Es steht immer dafür, was die Cremes sind. Also schaut da einfach mal. Wie gesagt, die Harz-Salbe ist ja für vergrößerte Poren, habe ich nicht, aber meine Haut lechzt nach Biowohlen. So, dann habe ich aufgebraucht oder beziehungsweise weggekippt den Rest von der Firma Elf, ein Cleanser, ein Schaum. Den habe ich aus unserem Trash Wander Paket und das habe ich einfach nur aufbewahrt wegen dem Pumper da oben. Das muss ich jetzt mal probieren, ob, wenn ich da was Neues reinfülle, ob das funktioniert. Das hat nach Minze gerochen, aber der Pumper ging nicht mehr richtig. Ich denke, da war aufgrund der Fülle, wo nicht mehr drin war. Es hat dann zum Schluss sehr muffig mit Minzgeruch gerochen, deswegen fand ich es einfach nur eklig. Und es läuft immer wieder aus. Das musst du wirklich schauen, da kommt dann oben immer der Rest, siehst du das? Und dann läuft das natürlich aus. Das finde ich sehr nervig, muss ich sagen. Ich teste es jetzt einfach mal, wenn ich ein anderes Produkt reinfülle, ob der Pumper noch geht. Ich habe es ja wirklich nur wegen dieser Pumpflasche genommen. Empfehlen würde ich es euch nicht. Elf hat gute Produkte, aber dieses minzige, vielleicht war es auch schon gekippt, das kann sein, das weiß ich eben nicht. War auf jeden Fall nicht so meins, deswegen. Dann habe ich Augengel-Pads aufgebracht. Oh. Richtig schön. Die waren so. Ich liebe Augenpatches von DM, waren die, finde ich richtig gut. Da brauche ich nie was sagen. Ich bin da immer zufrieden. Das eine oder andere Produkt rutscht halt sehr. Es ist nervig, aber mittlerweile, dann setze ich mich halt hin, auch wenn es nervig ist und fertig. Genauso von Schebens. Die Augengel-Pads, die fand ich auch gut. Die waren durchsichtig mit Glitzer und Glitzer geht immer und dann ist es mir, genau, die waren von der lieben Claudi und rutschen. Die sind halt gerutscht, aber mein Gott, ich war zufrieden, dass ich sie hatte. Und ja, jetzt kommen ein paar Kerzen. Ich habe jede Menge Kerzen schon aufgebraucht. Ich habe ja einen Kerzenkalender geöffnet für euch, wo die Nummer 7 nicht dabei war. Die Nummer 15 und die Nummer 13 habe ich aufgebraucht. Dann letztens habe ich gesehen, dass an diesen Zetteln unten drunter nämlich der Duft stand. Muss ich fast mal gucken. Die sind alle gut, muss ich sagen. Aber brennen halt wirklich nicht lange. Das ist das einzigste. Da stand irgendwas mit meinem Tannenbaum. Also die halten wirklich nicht lang. Also wenn ich die nachmittags anmache, dann sind die spät abends aufgebraucht. Die brennen alle nicht komplett runter. Ihr werdet da jetzt einige sehen. Aber ich werde die dann sauber machen und werde da kleine Schnapsgläschen draus machen. Oder kleine, wo man halt so kleine, wie heißt das, Nachtische machen kann. Also das hat mir ganz gut gefallen. Aber würde ich tatsächlich nicht nachkaufen. Was ich auch ganz gerne momentan verwende, war ja mein Rezilin Haaröl alle warm oder Haarserum. Und zwar von der Firma Cardi ein Haaröl. Das war in der wegen Beauty Basket oder in der Fairybox. Bin mir jetzt nicht sicher. Finde ich auch ganz gut. Benutze ich sehr gerne. Aber ich merke doch einen Unterschied zur Rezilin Haarkur. Aber ich nehme es jetzt halt einfach. Dann habe ich auch aufgebraucht, endlich, und ein paar noch verteilt von Dalton, Enzympeeling. Dalton müssen wir überhaupt nicht reden. Preislich, sehr hochpreisig, aber Packaging, komplett meins. Optisch, sowohl inhaltsstoffmäßig, es sind Inhaltsstoffe aus dem Meer kommt. Ich finde Dalton einfach eine tolle Marke. Sie ist sehr teuer. Ich bin da auch eher seltenst ein Käufer und bin froh, wenn es immer irgendwelchen Trash-Paketen ist. Dalton ist top. Also da kann man nichts sagen, aber es ist halt eine Marke, wo ich sage, das lasse ich mir lieber schenken, als dass ich es kaufe. Die Nummer 24, Warten aufs Christkind, habe ich auch aufgebraucht. Ihr seht es, auch das nicht wieder komplett runtergebrannt. Dann habe ich wieder in meinem Auto von Dumol Kottenfrisch ein Dufterfrischer. Ich hätte gerne mal eine andere Duftrichtung. Die haben immer so komische Duftrichtungen oder nur eben dieses rosa Fresh Cotton. Finde ich schade, dass da nicht mal eine andere Duftrichtung gibt, aber das ist halt einfach mal so. Dann habe ich noch eine Kerze aufgebracht.
Diese, ich war fleißig am Kerzen anmachen. Auch wieder, ja, das Glas ist sehr schön. Ich denke allerdings, dass das Papier nicht runtergeht. Ich finde dieses Grün einfach schön. Ich werde diese grünen, ich habe da schon eins aufbewahren, vielleicht als Zahnputzbecher, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal sehen. Das nächste, oh, das war so schön, von Jewel Candle, auch wieder aus dem Kalender. Also diese Kerze, die hat so einen zuckrigen Geruch. Auch hier nicht komplett aufgebraucht. Oh, das hat so richtig toll im Zimmer gerochen. Also die überhaupt gar nicht. Also die waren sinnfrei, aber die, immer wenn ich dran vorbeigelaufen bin, denke, oh, hier duftet so gut. Ich heb die Gläser gerne auf und fülle da Sachen rein, also Vorratsgeschichten. Holzkamm. Wir hatten irgendwo einen Holzkamm drin, nämlich diesen da. Ich verwende ihn, ich behalte ihn, allerdings habe ich tatsächlich zu dünne Haare. Wenn ich da durchgehe, das schafft der Kamm gar nicht. Allerdings nutze ich das für meine Haarlängen. Wenn ich zum Beispiel ein Öl eingepflegt habe, dann kämme ich es da nochmal durch. Da finde ich es sehr schön. Aber du solltest dann schon ein bisschen dickere Haare haben, sonst funktioniert es nicht. Dann habe ich Kosmetikbeutel gekauft. Ich mache das jetzt immer so, das habe ich in TikTok gesehen, dass ich die Beutel gar nicht abmache, sondern immer die Rolle im Mülleimer liegen lasse. Den obersten immer drauf, wenn er voll ist, mache ich oben zu, mache unten ab und habe gleich den nächsten. Das finde ich echt gut. So, dann habe ich von Skin Natur zwar noch nicht aufgebraucht, die Rich Cream. Die ist sehr reichhaltig, ist für trockene Haut mit Niacinamiden und tolles Produkt. Nutze ich nur für die Nacht, weil sie für mich tatsächlich zu reichhaltig ist. Wenn jetzt natürlich draußen, entschuldigt bitte das Gebimmel, ich kriege Nachrichten. Wenn Instagram-Nachrichten, da heiße ich übrigens Streuschieber. Wenn der Winter jetzt kommt, dann werde ich auch diese tagsüber verwenden. Wenn da noch was drin ist, kann ich euch echt ans Herz legen. Finde ich richtig gut. Ist eine tolle Creme, verwende ich sehr gerne. Die nächste Creme, sage ich schon, Kerze. Kaufe ich auch nicht wieder nach. Die war vom Rewe 16 Euro kostet, war nicht günstig, nicht komplett runtergebrannt. Ich fand das nervig immer. Ich habe nicht so lange Stabfeuerzeug, muss ich mir mal zulegen. Immer darunter zu kommen, fand ich nervig. Und der Duft war okay. Ich benutze diese Gläser auch nur zur Aufbewahrung. Da ist ein Glas irgendwo auch drin. Für was anderes verwende ich diese Gläser dann eigentlich auch nicht mehr. Aber finde ich, weil wir tun jetzt unsere Vorratskammer so ein bisschen auffüllen und da kommen die einfach rein. Nächstes Produkt, Firma Rettgen. Shampoo und Conditioner. Grundsätzlich super. Aber hier habe ich teilweise, das war der Shampoo, das ist sehr dickflüssig. Ich habe das dann zum Schluss für die Waschmaschine verwendet. Ihr seht es, deswegen hat es auch die Form. Toller Duft, tolles Produkt, aber wenn ich aus einer Flasche ein Produkt einfach nicht rauskriege und die ist so fest, die Flasche, ich kann die gar nicht drücken, ach so, war das ein Krampf und sowas brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber so eine Tube, wo ich es rausquetschen kann, die ist ein bisschen weicher. Das hasse ich wie die Pest, wenn ich Produkte einfach nicht aus der Verpackung bekomme. Ein absoluter Minuspunkt ist die Verpackung, das Produkt ist super. Ich mag Rettgen-Produkte, aber das war der Zong schlechthin. Allzweck-Tücher vom Jahr. War gut, waren aber zu schnell trocken, deswegen würde ich die vom Jahr tatsächlich nicht nochmal nachkaufen. Was sehr schön war, das riecht richtig schön minzig, das ist mit Wasserminze gewesen, Rossmann, Naturkosmetik, eine Dusche. Solide würde ich aber nicht nachkaufen. Minze ist, glaube ich, nicht so mein Grund. Dann von Molton & Brown gab es mit Gingerly. Mein Mann aufgebraucht, der nimmt sowas immer, wenn er geschäftlich unterwegs ist, finde ich gut. Ich mag die Sachen von Molton Brown, finde sie aber sehr teuer, muss ich sagen. So, dann habe ich wieder eine Kerze, die Nummer 4. Ja, die riechen alle überhaupt gar nicht mehr, alle nicht komplett runtergebrannt. Fand ich echt nervig, muss ich sagen, aber das ist nun mal so. So, was haben wir denn noch? Eine Cremedusche habe ich von Betty Barclay. Ich liebe sowas einfach. Da duftest du viel länger und ich finde auch manche sehr, also pflegend sind die gefühlt alle nicht, aber ich mag es halt einfach. Das bleibt irgendwie alles länger auf der Haut und fertig. Dann habe ich aufgebraucht von Abtei Haarvital diese Biotin Kapseln.
Habe ich erst gedacht, ich kriege die nicht runter, aber funktioniert super. Du musst nur gefühlt 20 Liter Wasser vorher und hinterher trinken, dann flutscht das schon runter. Kann auch sein, dass deswegen meine Haare momentan ganz gut gesund sind. Ich muss neue Sachen kaufen. Fand ich gut, würde ich tatsächlich nachkaufen und werde ich wahrscheinlich auch nachkaufen. Was ich euch auch ans Herz legen kann, und das nehme ich momentan und bin echt zufrieden, von Skin Natur das Vitamin C Serum. Also, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich hatte letztens Migräne. Habe dieses Vitamin C Serum, also wenn ich daheim bin und nicht geschminkt bin, dann mache ich zwischendurch gerne mal so frische Kick-mäßig ein Serum drauf oder eine Creme drauf oder was sich gerade, was mir dann in dem Moment gut tut. Und das Vitamin C Serum, also das riecht sehr nach Zitrone. Ich hatte das Gefühl, dass meine Migräne davon weggegangen ist. Es kann natürlich auch Einbildung sein, also alles gut. Aber das hat mir einfach so gut getan für mich, für meine Seele, für meinen Körper, und ich verwende das richtig gerne. Kann ich euch empfehlen, schaut es einfach auf die Webseite von Skin Natur. Tolles Produkt. Wirklich tolles Produkt. Nächstes Produkt fliegt weg. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Von Judith Williams, das Hyaluron Aktiv. War für mich absoluter Flop. Hat gestunken für meine Nase. Habe ich nicht gern verwendet und hat auch nichts gebracht. Wie jeden Monat unsere Zahnpasta. Die hat so kleine Peelingkörner, Tiefenreinigung. Ich finde die einfach gut. Da hat man schöne, saubere Zähne. Man hat auch so einen Peeling-Effekt. Wir trinken sehr viel Kaffee, trinken auch gerne mal Wein, aber überwiegend eigentlich eher Kaffee oder Tee. Und da kriegst du dieses einfach weg, diese Zahnverfärbung. Und fertig. Nächstes Produkt: Matt Primer von Love. Noch in Verwendung, finde ihn gut. Ich mag ihn gerne. Packaging toll, vegan. Top-Produkt. Also, wenn ihr das noch irgendwo bekommen könnt, schlagt einfach zu. Genauso ein Glow-Primer von Model & Co. Noch in Verwendung, sieht aus wie ein Concealer, ist aber richtig schön klebrig, funktioniert. Jedes Make-up benutze ich gerne. So, dann hatte ich noch eine Produktprobe von Gucci. Da habe ich erst gedacht, wird auch wieder so süß sein. Es ist sehr süß, der Duft, aber ich verwende das richtig gerne. Und tatsächlich ist dieses in die Einkaufsliste von Douglas bei mir gelandet und wird beim Black Friday geshoppt. Dieses Produkt absoluter Flop und werde ich niemals wieder verwenden, von Qureshi Shower Gel Vanilla. Und zwar seht ihr da oben, dieses Produkt war neu, sah aber jedes Mal so aus. Ich habe das dann aufgemacht, habe sauer gemacht und immer wieder kommt da oben so ein Rotz raus. Geruchstechnisch okay, aus der Flasche, wenn du es benutzt, ist der Duft gar nicht mehr Existenz. Limited Edition, das gab es glaube ich noch in Waldfrucht. Also so ein Schrottprodukt. Also das kann ich nicht mal weitergeben, weil eigentlich wollte ich es weitergeben. Aber wenn dann immer das siffige Produkt da oben rauskommt, dann denkt der Beschenkte auch, was ist das für ein Müll. Also absolutes Flop-Produkt. Also ich will gar keine Produkte mehr von Qureshi haben, weil das nicht das erste Produkt ist, was so ausgesehen hat. Bei dem nächsten habe ich mich stets bemüht. Und zwar von Eucerin Sporty Lemon. Das ist ein Deo-Roller. Ich brauche tatsächlich unter dem Arm nur noch, also wie gesagt, da gibt es ein Video nochmal neues von Syneo. Gibt es auch eine Verlosung nochmal. Ich brauche tatsächlich Deos nur noch zum Beduften, weil ich tatsächlich unter dem Arm nicht mehr schwitze oder so gut wie nicht mehr schwitze. Dieses habe ich verwendet, weil ich mir dachte, ja, wenigstens über Nacht nochmal zum Schutz, dass man ein bisschen düftet. Ich habe danach immer so muffig gerochen und ich brauche nicht muffig riechen. Mein Mann, der will keine muffige Ehefrau neben sich liegen haben. Ich habe es wirklich lange probiert und habe es dann irgendwann aufgegeben. Er ist noch so gut wie vorher, deswegen geht der weg. Lemon ja, aber eine muffige Zitrone, und das brauche ich einfach nicht. Das nächste habe ich mir tatsächlich zu diesem anderen Haarprodukt noch dazu gekauft, Kopfhautstärkung, weil ich mir dachte, ich brauche irgendwas für mein gutes Gefühl. Ich bin kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, aber wenn es um meine Haare geht, um meine drei Fusseln, dann kaufe ich alles. Fand ich gut, habe ich gerne verwendet und kaufe ich auch nach. Und dann haben wir Klopapier aufgebraucht. Klopapier ist zwar für Feind nicht spannend, aber schaut euch dieses Motiv an. Mein Mann ist Jäger, muss ich dazu noch was sagen? Da waren auch kleine Füchse drauf. Nächstes Produkt. Absoluter Favorit von Laris 855. Ein Duft. Habe ich noch nicht komplett aufgebraucht. Es riecht wie Nivea. Ich habe erst gedacht, ja, Laris, das hält nicht lange und so. Aber wenn ihr das auf die Kleidung sprüht, 855, wenn ihr den Nivea-Duft mögt. Sehr schönes Produkt. So, gut, dann ich muss ein bisschen sortieren. Ach, von L'Occitane, das ist die Seife, wo ich aufgebraucht habe oder noch in Verwendung habe. Finde ich richtig gut. Ist eine tolle Seife. Verwende ich gerne. Und dann haben wir wieder Gläser ohne Ende. So.
So, hier ist nochmal von Femme dieser Duft, der sehr schön war. Hier ist von Luna nochmal diese kleine Flasche. Größer war die nicht und da seht ihr auch, wie grün das war. Also richtig tolles Produkt. Und zwei Kerzen, die wieder nicht komplett runtergebrannt sind, waren auch dabei. Also ich war richtig fleißig. So, dann habe ich einen Labello nicht aufgebraucht, sondern nur jetzt entsorgt. Der hat gut geduftet. Nach Wassermelone hat mein Mann einfach eine Tasche vergessen bei sich, muss jetzt einfach gehen, weil ist einfach zu lange auf. Und dann habe ich von Yankee Candle, die duftet hier aus dem Glas mega. Hat nicht lange gebrannt, das war schon mal Punkt 1, wo ich gesagt habe, absoluter Scheiß. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Es ist nur eine kleine, ja. Aber ich möchte auch bei Kerzen, dass die nicht nach einer Stunde schon wieder aufgebraucht sind. Ich habe sie sehr gerne verwendet, ich habe sie gerne genommen, aber sie hat mir zu wenig geduftet. Da habe ich von Yankee Candle einfach ein bisschen mehr erwartet. So, dann habe ich nochmal eine Kerze. Die Nummer 22, die hat gestunken. Auch hier nicht komplett runtergebrannt. So, dann habe ich, da brauche ich wieder eure Hilfe, und zwar von Bea Paar oder Fahr habe ich einen Zecken- und Flohschutz. Ich kaufe sowas immer ganz gerne für die Katzen bei uns daheim. Die sind ja nicht draußen, aber der Hund ist draußen und ich kaufe ganz gerne sowas mal nach. Wenn ihr mir da Ideen habt, was ihr für Hauskatzen, so Floh- und Zeckenschutz auch verwendet, Tabletten essen sie nicht, halt irgendwas zum Sprühen oder wie auch immer, gerne Tipps. Also das habe ich gekauft, habe es verwendet, für gut empfunden, aber ich würde auch was anderes kaufen, muss ich sagen. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch mal Klopapier. Ah, da war der Fuchs drauf. Ich hatte mal einen Fuchs auf dem Fahrrad. Habe ich gerne verwendet, auch wenn es ein Klopapier war. So, dann haben wir ein Erkältungsbad aufgebraucht. Die verwende ich jetzt einfach mal so nach und nach, weil das sind die Flaschen, die wir mit dem Umzug mitgenommen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Öle sind besser. Mein Mann hat bestimmte von Kneipp, von Dresdner Essenz und von TTZ, manche Duschgele verträgt er nicht. Die Öle aber schon. Deswegen switche ich jetzt mittlerweile auf die Öle um. Also die kann ich euch echt empfehlen. Ein Fußbad geht auch, wer keine Badewanne hat. Von dem her alles gut. Ein Shampoo, nein, ein Conditioner von L'Occitane, auch gut. Packaging ging hier auch so bescheiden raus. Ich hoffe, dass die Originalgrößen nicht so sind, weil dann würde ich es euch nicht empfehlen. Aber das Produkt selber war gut. So, dann habe ich, was war denn das? Ein Reinigungswasser war das. Ich habe jetzt, was war denn das? Hat mir ein bisschen in die Augen gebrannt, aber solides Micellen, Abschminken, Reinigungsgedöns fand ich gut, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das nachkaufen. Das Gucci Flora, das war übrigens hier in dieser Verpackung und sieht nochmal so aus. Ist auf jeden Fall meiner Wunschliste hinzugesprungen. Und das ist nochmal eine Kerze, so eine kleine Juwelkerze. Die war schön, die war so niedlich. Die hat aber nach Honig gerochen und ich mag keinen Honig. Aber das Packaging fand ich irgendwie süß und auch dieses wird aufbewahrt. Dann hatte ich im Höffner Adventskalender, bin mir nicht sicher, da waren diese Duftöle drin. Ja, sind gut, aber der Geruch, wenn die im Diffuser dann war, war dann nicht so meins. Das eine, was ich noch habe, das riecht nach Zimt, das geht, aber ansonsten, nee. Nummer 21, abgebrannt. Ihr seht, ich habe sehr viel abgebrannt, weil die eben nicht so lange gebrannt haben. Aber mei, ich liebe halt Kerzen. Ein Duft habe ich wieder aufgebraucht. Das ist ein französisches Parfum, wo 10 ml 17 Euro schon kosten. Mega. Das hat so einen herben Duft. Das ist nichts für jemanden, der nur süße Düfte mag. Mag ich sehr gern, verwende ich sehr gern. Ist aber so gut wie alle. So, dann habe ich wieder vom Faser eine Schere. Die ist momentan türkis. Finde ich gut, verwende ich gerne. Die schwarze, die ich hatte, die war anscheinend nur ein Montagsprodukt. Von dem her, ja. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir da noch haben. So viel ist es nicht mehr. Das andere ist dekorative Kosmetik. Das kommt in einem anderen Video. Dann habe ich für ein Belief nochmal einen Reinigungsbalm aufgebracht. Ich finde den richtig gut. Das ist für mich aber eine absolute Mogelpackung und auch nicht billig. Aber ich habe ihn gerne verwendet und würde auch in den Boxen gerne mehr davon wieder haben. Ein Elixier, ein Ölelixier, was auch gegen Narbenbildung gut sein soll. Wir haben es für ein Fußbad verwendet, fand ich jetzt nicht so toll. War für mich ein Öl, aber nichts Weltbewegendes, was ich wieder haben muss. Also, ja. Aber dieses war schön von L'Occitane. Das war so ein Serum, das hat so in zwei Phasen waren das. Es hat so waldig gerochen, also nicht süß, nicht frisch. Ich habe das gerne.
gerne verwendet, muss ich sagen. Und das würde ich mir tatsächlich nachkaufen, wenn ich nicht so schöne Serien hätte. Kommt aber in meine Liste. Mal gucken. Fand ich ein tolles Öl. So, hier ist nochmal von Belief diese Verpackung. Da sieht es dann nochmal, wie diese Mogelpackung war. Deswegen scheidet dieses aus. Und dann haben wir nochmal eine Kerze. Also, die brennen irgendwie alle nicht komplett runter. Das finde ich so nervig. Aber das ist halt so. So, und dann haben wir, weil wir noch keine Kerzen hatten, die 19 und die 20 auch noch runtergebrannt. Und das seht ihr ja, wenn ihr so die Kerze nur einen Tag brennt, dann habt ihr unheimlich Müll. Aber mein, das ist halt so. Dann habe ich nochmal ein Duschpeeling. Habe ich sehr gerne verwendet. Duschpeelings von Balea werde ich mir tatsächlich wieder kaufen. Die haben nicht wirklich viel Peeling drin, aber es war trotzdem angenehm zum Duschen. Und da ist mir auch der Duft ziemlich rille. So, und der Rest ist alles nur noch dekorative Kosmetik. Das heißt, das kommt in einem anderen Video. Schauen wir mal, was war das noch? Ja, nee, das andere ist nur noch dekorative Kosmetik. Es war ein Haufen, das müsste ich schon zugeben. Aber ich kann jetzt endlich wieder aufräumen, ausmisten, wie auch immer. Und ja, mache jetzt einfach weiter. Ich hoffe, euch hat das aufgebraucht, das Wühlen in unserem Müll gefallen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Video gibt es keine Verlosung, weil es gibt eine separate Verlosung dazu. Und ja, schaut einfach mal in meine Playlist. Alles Liebe, eure Heike.